So, meine Lieben, jetzt gibt es mal ein Spezialvideo, und zwar war die Anfrage von meinem Bekannten. Der hat nämlich ein Problem. Immer wenn er auf Videos geht, okay, zum Beispiel wie hier, dann springen wir mal vor. Moment. So, da hat er immer Untertitel, wenn die verfügbar sind, und das will er gar nicht, okay? Hier ist es ein bisschen blöd, weil manchmal sind Untertitel, manchmal sind sie nicht verfügbar. Aber gehen wir davon aus, die Untertitel sind verfügbar. Vielleicht können wir das mal hier machen. Genau, und da hat er halt immer diese Untertitel. Und die sind immer an, okay? So, und wie kann man das jetzt immer deaktivieren? Und das ist ganz einfach. Dazu gehen wir mit unserem Mauszeiger auf unserem Avatar, also YouTube-Avatar, und dann klicken wir drauf mit der linken Maustaste, und dann scrollen wir mit unserem Mauscursor einfach nach unten bis auf Einstellungen. So, und wir klicken also mit der linken Maustaste auf Einstellungen und scrollen, befinden uns dann in unserem Übersichts-, also Dashboard nennt sich das, da wo wir eine Übersicht haben über gewisse Funktionen, und wir gehen jetzt mit unserem Mauszeiger einfach nach links und befinden uns in der Navigationsleiste. Da haben wir einmal Konto, Benachrichtigung, Wiedergabe und Leistung und so weiter und so fort. Und nun tun wir mit unserem Mauszeiger nach unten scrollen auf Wiedergabe und Leistung, und voilà, Miss Vimonamu, da haben wir schon die wichtigsten Einstellungen. Und da haben wir einmal eine Einstellung, die ist immer an, wenn man sie mal angemacht hatte, und da muss einfach das Häkchen weg. Das heißt, wir scrollen mit unserem Mauszeiger auf dieses Häkchen und unser Mauszeiger verwandelt sich in einen Zeigefinger. Wir klicken dann mit der linken Maustaste drauf, einmal einen Klick, voilà, und schon ist es fertig. Und dann kann man zusätzlich noch, wenn man lustig ist, kann man auch sagen, ich will keine Infokarten im Video anzeigen. Also was Infokarten sind, das ist auch ganz einfach. Das sind diese Infokarten, die manchmal angezeigt werden, so ungefähr. Ja, wisst ihr was? Dazu machen wir ein gesondertes Video. So, heute soll es nur um diese Funktion gehen. So, und zusätzlich können wir auch noch die Inline-Wiedergabe auch deaktivieren, aber das ist lustiger, was das ist, das ist ein anderes Thema. Okay, das war's eigentlich schon von diesem Video. Wenn dir das gefallen hat, einfach ein Like, einfach ein Abo. Und wenn man weitere Fragen hat, einfach Kommentare reinschreiben. Und that's it. Viel Spaß dabei auf YouTube.